Nicht geklärter Ursache schleuderte der Fahrer eines Skoda am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr gegen einen Lastzug. Den ersten Zeugenaussagen zur Folge fuhr der Fahrer, ein 29-Jähriger aus Ilmenau, auf der A45 auf dem mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt. Als der Mann kurz vor dem Rastplatz Barberg auf den linken Fahrstreifen wechselte, geriet der Wagen auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn außer Kontrolle. Der Skoda schleuderte zunächst auf den rechten Fahrstreifen und prallte dort zunächst gegen das Heck des Lastzuges. Von dort schleuderte das Auto weiter über den Seitenstreifen und kam dort schlussendlich zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 15.000 Euro beziffert.